Hallo Leute, hier ist wieder Xi. Uns gehört mit Lufia 2, Rise of the Sinistral. Wir sind immer noch im West. In dem Turm westlich von Gordovan. Und werden uns nun zur Spitze dieses Turms begeben. Um dem Verursacher des Schadens in Gordovan mal zu zeigen, ja, dass wir das nicht so gut finden, was der da gemacht hat. Hier ist die auch schon ausgefahren. Genau. Hier oben müssen wir hin. So, nur mal kurz überprüfen. Okay, Kreuze auf dem Boden. Na dann. Na ja, okay, man muss ja nicht immer gleich was reininterpretieren. Was sind das eigentlich für... Oh. Maxi? Ja, ich fühle es auch. Sei vorsichtig, es ist ziemlich stark. Da hat jemand einen ganz großen Auftritt. Ein ziemlicher Koloss. Ich erkenne eure Energiemuster nicht. Seid ihr Fremde? Reisende Krieger vielleicht? Die zerstörte Stadt? Aha, du bist also der Übeltäter. Ich hatte erwartet, dass sie sich zumindest ein bisschen wehren. Ich hatte überhaupt keinen Spaß dabei. Schade. Warum hast du das getan? Es sieht so aus, als ob ich mit euch mehr Spaß haben könnte. Wie heißt du? Maxim. Ich bin Gades, der Meister der Zerstörer. Und damit fängt der Kampf auch gleich an. Ja, jetzt haben wir einen richtig, richtig großen Boss vor uns. Das wird jetzt lustig. Wobei, irgendwas habe ich da im Hinterkopf. Ich weiß nur gerade nicht, ob das stimmt oder nicht. Auf jeden Fall ist die Musik toll. Und es tut mir auch wieder... Moment. Nein, es ist schon... Es ist schon so laut, wie geht. Bitte entschuldigt, dass es wieder so leise ist. So, gut. Die probiert Funke. Die probiert Tropfen. Der macht ordentlich Schaden. Wir relativ wenig. Au. Sieht vergleichsweise stark aus. Also. Machen wir mal ein bisschen schwächer. Du zauberst bitte stark auf Guy. Und du machst mal Sturm. Mal alles durchprobieren. Au! Weiter an. Nein, du benutzt. Kampfkraft wieder her. Auf sie. Du greifst bitte an. Und du. Sie muss wohl auf Geil Stärke zaubern. Stark zaubern. Au! Okay. Voll! Naja, Geil macht hier schon ganz guten Schaden, muss man sagen. Da. Mal Schock ausprobieren. Sie soll weiter den Sturm machen. Immerhin 40 Schaden.
Aber wenigstens die Kampfmusik schön. Oh Gott. Ja. Zitronensaft. Okay. Ouch. Ja, dem Klops machen wir irgendwie nicht sonderlich viel Schaden. Du kannst stärker heilen. Du machst. Ja, auch lieber. Ja, dachte ich mir, dass er einen von beiden wieder töten. Denn dann soll wenigstens eine von ihnen geil heilen können. Moment. Heilsirup. Du greifst an. Wobei, Moment, hast du einen doppelter Kraft. Ja, klingt gut, gerade bei ihm. Du machst bitte. Upp, gerade noch rechtzeitig. Leck mich am Arsch, dieser Kampf. Gott. So. Ihr beide halt wieder geil. Falls er. Ew. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein Problem. Warum greift Guy eigentlich so? Hä? Woher hat er die. Achso, ja klar, der wurde ja geheilt. Du machst wieder Chaoskralle. Und ihr versucht den Rest der Gruppe zu heilen. Mist. Ja, okay, jetzt. Okay, sieht schlecht aus. Sag mal, ist es nicht eigentlich. Ah! Scheiße! Mist! Ihr seid leider trotzdem nur Sterbliche. Schade. Sehr schade. Das war ein Kampf, den wir verlieren mussten. Ich dachte, der Kampf kommt später. Das ist natürlich äußerst schlecht. Du bist. Sind alle in Ordnung? Ja. Du bist wieder mal im richtigen Moment aufgetaucht. Danke. Nicht der Rede wert. Maxim, wer ist das? Das ist die Frau, die mir prophezeit hat, dass mein Schicksal im Reisen und Kämpfen liegt. Ich heiße Iris. Du scheinst Freunde gefunden zu haben, Maxim. Du meinst... Ja. Guy, Selan. Ihr seid auch dafür bestimmt zu reisen und zu kämpfen. Ich? Ja. Aber warum ausgerechnet ich? Du hast auch die Kraft, den Mächten der Finsternis zu widerstehen. Den Mächten der Finsternis zu widerstehen? Okay, ja. Sie hat's anders gesagt. Entschuldigung. Iris! Warum bist du auf dieser Reise? Ich suche nach Antworten. Antworten? Auf welche Fragen? Die Zeit vergeht. Der Rest liegt in deiner Hand.
Mein Schicksal ist es, mit dir zu reisen. So weit wären wir jetzt. Aber was nun? Lasst uns mal überlegen. Wir sollten nach Pandoria zurückkehren und dem König Bericht erstatten. Gut. Tia, was ist los? Oh, entschuldige. Ich habe gerade über etwas nachgedacht. Erstmal will ich dahin. Skimitar. Und ein Abwehrschild. Na. Ja. Ach Gott, jetzt muss ich den Kampf verlieren. Ja, ich wusste, dass es einen Kampf gibt, bei dem ich verlieren muss. Ich wusste jedoch nicht mehr. Ich wusste nicht mehr, dass es der Kampf war. Ich dachte, dass der Kampf später kommen würde. So ein Mist. Nein, den braucht sie eher. Ich will schon irgendwie wenigstens versuchen, bei meinen Charakteren keinen zu vernachlässigen. Ja, ansonsten passt schon alles. Ach Mensch, jetzt habe ich einen Haufen Zeugs an diesem Kampf verbraten. Einen Haufen Heilsirup. Ich meine, gut, ich habe das Geld mittlerweile, ich kann es mir wieder nachkaufen, aber... Ja. Was soll's, ich denke mal, ich habe mich zumindest eine Zeit lang ganz gut gehalten. Und er hat jetzt ganz am Schluss ja fast nur noch diese Zerstörer. Zeug angewandt. Also ich denke mal, ich hatte ihn schon zu einem gewissen Lebenspunkt gerade runter. Ich frage mich nur, könnte man ihn besiegen? Ich meine, man kann ja, auch wenn es ziemlich nervenaufreibend ist, kann ich mir zumindest vorstellen, könnte man ja rein theoretisch, bevor man gegen ihn kämpft, ja ordentlich Erfahrung sammeln und deutlich stärker sein. Das war Blödsinn, ich weiß. So rein theoretisch. Weiß von euch zufällig jemand, ob man den so besiegen kann? Oh, ihr wieder. Da freue ich mich doch. Wenn jetzt einer von euch da bleibt, wenigstens, dann... Nee. Ja gut, ist halt auch zufallsabhängig. Die haben wahrscheinlich eine sehr hohe Chance zu flüchten, kann ich mir vorstellen. So, na gut, dann erstatten wir dem König mal Bericht. Der freut sich sicherlich sehr darüber zu hören, dass wir ihm sagen müssen, dass wir ziemlich in die Mangel genommen wurden von dem. Unglaublich, über welche Kräfte der Mann verfügen muss, der Gordoman zerstört hat. Es ist alles meine Schuld. Ich habe meine Fähigkeiten überschätzt. Das stimmt nicht. Wir müssen aber dennoch etwas gegen Gardes unternehmen. Mein König, mit deiner Erlaubnis werde ich mehr über Gardes herausfinden. Ich werde alleine gehen. Ich denke, wir sollten Maxims Hilfe nicht so oft in Anspruch nehmen. Habe ich wieder falsch vorgelesen, ich weiß. Ich hätte zu betonen müssen. Gibt es hier jemanden mit Namen Guy? Ja, was möchte... Ja, das muss ich. Hier ist ein Bote aus Tanbel. Er berichtet, dass es deiner Schwester schlechter geht. Was, Liana? Ja, kurzzeitig war da richtig sprechen können. Guy, geh zurück nach Tanbe. Na, Guy ist so stark, ich kann dir doch jetzt nicht im Stich lassen. Liana braucht dich jetzt mehr denn je. Geh und stehe bei. Das stimmt, aber mach dir keine Sorgen um uns. Ich kenne jemanden, der uns helfen wird. Du meinst, kannst du wirklich? Mein König, ich bitte euch um Selans Hilfe. Wir helfen ihr auch, mehr über Gardes herauszufinden. Das klingt wirklich gut. Bist du damit einverstanden, Selan? Ja, mein König. Eigentlich finde ich es voll scheiße, aber... Muss wohl sein. Ich beauftrage dich und Maxim damit, mehr über diesen ominösen Gardes herauszufinden. Verstanden, mein König. Mit deiner Erlaubnis werden wir nun gehen. Mit ihrer Erlaubnis? Ja, es ist wieder dieses 1:1 übersetzen.
Eine Sache, die leider irgendwie über die Jahre geblieben ist. Ich verstehe es auch nicht. Wir werden nur Tumble gehen. Ich hoffe, dass Liana gesund wird. Meine Schwester ist stark. Sie würden nicht aufgeben. Außerdem ist Jesse bei ihr. Ja, ich weiß. Hallo, Orange. Bin bald wieder zurück. Wir werden schon auf uns Acht geben. Ich weiß. Also, bis bald. Liana wird wieder gesund, oder? Natürlich. Maxim. Bevor wir gehen, möchte ich die Wahrheit von dir hören, Selan. Die Wahrheit? Kommst du mit uns, weil der König dich darum gebeten hat? Nein, ich möchte wissen, was es mit der Frau in der Höhle und deinem Schicksal auf sich hat. Du meinst diese komische Schicksalsgeschichte? Ja, außerdem möchte ich Gardas besiegen. Das hat etwas mit Ehre und Stolz zu tun. Du meinst, du kannst Gardas besiegen? Seine Kraft ist gewaltig, aber wenn ich ihm mit meinem gezückten Schwert gegenüberstehe, dann... Du denkst doch das Gleiche, Maxim. Ja, das habe ich mir gedacht. Deshalb möchte ich dich begleiten. Traust du mir jetzt endlich? Ja, aber noch nicht hundertprozentig. Wow, du bist ein ganz schön harter Brocken. Lass uns aufbrechen. Lass uns nur noch den Turm nach Minias gehen. Die Barriere im Turm sollte nun abgebaut sein. Rein zufällig, ja? Diese Knecksbolzen. Wobei nicht Knecks. Wie hat denn das alte Zeug geheißen, mit dem man da alles mögliche bauen konnte? Jedenfalls sieht so ähnlich aus. Was gibt's hier eigentlich in der Wüste? Wobei, sind die Gegner in der Wüste dann wirklich andere? Ich weiß es nicht. Mal nach. Ah, okay. In der Wüste gäb's die Hasspilze. Tja, das ist jetzt nun... Ach, verdammt. Ja, Guy ist weg. Und damit natürlich auch seine Ausrüstung. Yikes. Damit ist unser bester Kämpfer weg. Ich hoffe nicht für lange. Ich hoffe, dass dem seine Schwester bald wieder gesund ist. Ich brauche den in der Gruppe. Dringend. Ohne ihn habe ich ein bisschen schlechte Karten. Ja, da Guy nicht zaubern kann, musste ich seinen Angriff möglichst hoch halten, weil er sonst in der Gruppe, naja, so ein bisschen den Status eines Klotz am Bein gehabt hätte. So, naja, gut, mal kurz überprüfen, ob das jetzt hier... Adlersteine, sag mal, spinnst du? Du frisst nicht meine Adlersteine. Toga, Zylinder. Mit was unsere Leute da herumlaufen? Stellt euch die Kombination mal vor. Eine Toga und ein Zylinder. Moment. Hier gibt's... Ihr wollt mich da komplett verarschen. Hier gibt's ja gar nichts Richtiges. Oh Gott, oh Gott. So, mal sehen, was gibt's denn hier an Magie. Glutball. Okay, ja. Zumindest der Moment, Speed. Ja, okay. Furie. Das ist auf jeden Fall wichtig. Ich mach dann Selan zu einer Magierin, die möglichst viel Schaden macht. Gut, ich meine. Sie darf das natürlich auch lernen, aber grundsätzlich... Nur bei Furie könnte ich eigentlich allen beibringen. Das lernt noch sie. Warum sollte ich eigentlich an der Stelle sparen? So, Flucht und Warp braucht keine Sau. Aber die ganzen anderen Zauber, ja, es ist, ich meine, wenn es die Charaktere schon erlernen können, ich meine, wenn es doch mal wieder zu der Situation kommen sollte, dass von unseren Charakteren ein paar gestorben sind, muss der Rest ja trotzdem noch irgendwie zurechtkommen. Moment, hat es in dem Laden Heilsirup gegeben? Dann schaue ich da nochmal kurz nach.
Nein, das ist total der Wucher. Und bei dir penne ich nie wieder. Es sei denn, ich bin vom Kampf ausgelaugt, dann werde ich natürlich wieder... Dann geht's natürlich nicht anders. Ach Gott. Kann mir der nicht einfach... Wiederbelebungszauber wäre was Schönes. Aber gut, dann werden wir uns in der nächsten Folge hier mal weiter umsehen. Ich bin Xi, das war's von Lufia 2 Rise of the Sinistrals. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!